Ich bin Bettina Geithner. All meine Interviews handeln vom Erwachen und vom Bewusstsein und so auch heute. Heute spreche ich mit dem erwachten Lehrer Angie über Desidentifikation mit Gedanken und das Thema Angstfreiheit. Schön, dass du eingeschaltet hast zu diesem wunderbaren Interview mit Angie zum Thema Desidentifikation mit Gedanken. Ich freue mich total, wenn du mich abonnierst und ich freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, also eine positive Bewertung, denn dann wird dieses Interview von YouTube mehr geteilt und das dient natürlich der Sache, also dem höheren Bewusstsein, der Bewusstseinsentfaltung im Kollektiv sehr. Und falls du Informationen zu mir finden möchtest, zu meiner Interviewarbeit, denn ich mache Interviews für Einzelpersonen, sage ich jetzt mal, für Selbstständige und auch für kleine Firmen im, ja, sagen wir mal, Thema Bewusstsein, Thema Gesundheit, Ganzheitlichkeit. Wenn die ein Interview zu ihrer Arbeit machen möchten, biete ich das an. Du findest Informationen zu meiner Arbeit auf meiner Webseite www.bettinageithner.de und natürlich auch zum Angie, den ich ja jetzt interviewe, und zwar genau zum Thema Desidentifikation mit diesem Gedankenprozess, der selbstständig abläuft bei uns. Lieber Angie. Hi. Hi. Ich finde es total schön, dass ich dich wieder interviewen kann. Freue mich sehr. Danke für die Gelegenheit nochmal. In deiner schönen Heimatstadt hier in Wien. Jetzt hattest du ja vor kurzem Jubiläum. Und wenn ich richtig gerechnet habe, dann wären es ja 14 Jahre, oder? 14, 13. 13 Jahre, dass du erwacht bist. Jetzt gleich die Hammerfrage am Anfang. Geht es denn im Leben ums Erwachen? Oder geht es nicht einfach nur darum, seinen seelischen Auftrag zu erfüllen? Ich kann das nicht für jeden einzelnen Menschenwesen beantworten. Es geht darum, seinem Herzen zu folgen. Und wenn das Herz sagt, in diesem Leben geht es für mich ums Erwachen oder in dieser Lebensphase, dann geht es darum. Und wenn nicht, dann geht es um was anderes. Also ich glaube nicht, dass ein Verstand, auch nicht meiner, beurteilen kann, um was es für jeden Einzelnen in jeder einzelnen Lebensphase geht. Aber es geht, wenn ich darauf antworten könnte, worum es immer geht, ist, es geht immer darum, deinem Herzen zu folgen. Das ist egal, in welcher Lebensphase du bist. Es ist halt so, es gibt ja, also was einen abhält, dem Herzen zu folgen, sind ja Gedanken. Sag ich jetzt, sind Gedanken und es sind auch oft Gedanken, die eben Angst machen, Gedanken auch von, also wenn ich jetzt von mir persönlich spreche, Schuldgedanken, das darf ich nicht, das, du bist ein schlechter Mensch, auch diese Gedanken von Karma eben, also wenn du dich jetzt so und so verhältst, dann wirst du bestraft, als einfaches Beispiel, eine Frau ist unglücklich verheiratet, will den Mann verlassen oder Mann und Kind auch noch, weil also sie will einfach jetzt sich selbst verwirklichen und nach Honolulu ziehen. Und wenn sie das machen würde, dann, das kann sie nicht machen, weil sie Schuld dann hat. Aber es sind ja eigentlich nur Gedanken. Und die Frage für mich ist immer, was sagst du denn? Gibt es denn sowas überhaupt wie Karma? Also im Sinne von, wenn ich etwas tue, was nicht gut ist, folgt was Böses. Gibt es sowas überhaupt? Oder ist es nur ein Gedankenkonstrukt? Nee, das gibt es auf jeden Fall. Aber ich würde das nicht so, ich würde das rein mechanisch sehen. Also mehr so wie, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse, dann gibt es einen Schmerz. Das ist jetzt nichts Böses, sondern das ist einfach nur Ursache und Wirkung. Das ist also keine Strafe, sondern eigentlich
sogar etwas Dienliches, weil hätten wir diesen Schmerz nicht, und es gibt Menschen, die kein Schmerzempfinden haben, und die sind in der Regel, Entschuldigung, verstümmelt, weil sie dieses Warnsignal nicht haben. Und so gesehen ist das keine Strafe, sondern wir tun etwas, wir sind, es gibt diesen schönen Spruch, wir ernten, was wir sehen, das ist eine universelle Wahrheit, die gilt immer. Und wenn wir etwas ernten, dann sehen wir es auch. Und wenn wir etwas ernten, was wir nicht bevorzugen, ohne es zu merken, dann ernten wir auch etwas, was wir nicht bevorzugen und lernen so, das zu korrigieren. Aber, und dann ist es aber so, dass ich dann jetzt in diesem Fall zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Mann und mein Kind verlasse, das eiskalt dann, wenn ich dem Herzen folge, aber jetzt weggehen möchte, dass ich dann weiß, also dann nehme ich den Schmerz einfach mit, voll bewusst, oder? Naja, der Schmerz, und wir reden jetzt von emotionalen Schmerz, ist ein Hinweis darauf, dass es eine Distanz gibt zwischen dem, wie du denkst, und deiner tiefsten Wahrheit. Das heißt, alle unangenehmen Emotionen zeigen eine Distanz an zwischen was ist deine wirkliche tiefste Wahrheit und welche Perspektive hast du im Verstand eingenommen. Und je mehr sich das unterscheidet, desto unangenehmer wird die Emotion. In dem Sinne ist die Emotion dein Freund, weil sie dir immer sagt, hey, du hast gerade eine Perspektive eingenommen, die nicht mit deiner tiefsten Wahrheit übereinstimmt. Weil, wenn du von Inkarnation sprichst und das ganze Thema, das heißt ja, es gibt etwas, es gibt, der größte Teil von uns ist nicht inkarniert. Das heißt, es gibt so etwas wie einen höheren Verstand, nicht nur unseren physischen Verstand, sondern auch einen höheren Verstand. Und egal, was wir denken, der höhere Verstand denkt das mit. Und dein Herz, das Spektrum deiner Emotionen, zeigt dir an, ob das synchron ist oder nicht. Das heißt, wenn deine Perspektive nicht übereinstimmt mit deiner höheren Perspektive, fühlst du dich schlecht. Und je weiter sie weg ist, desto schlechter fühlst du dich. Interessant. Manche sagen, Angst sei sozusagen das Ende der Skala, manche sagen, es ist Scham. Scham noch tiefer ist als Angst. Glaube ich auch. So, wenn wir das so annehmen, dann bedeutet es, wenn du am weitesten entfernt bist von deiner höchsten, von der Perspektive deines höheren Selbst oder deines höheren Verstandes, dann fühlst du Scham. Oder halt alle anderen Emotionen auf der Skala der unangenehmen Emotionen. Und umgekehrt, wenn du eine brillante Idee hast, dann und so dein höherer Verstand sagt, ja, das ist eine gute Idee, dann fühlst du Freude, fühlst du Begeisterung, fühlst du Enthusiasmus. Und das bedeutet, seinem Herzen zu folgen. Es bedeutet einfach nur darauf zu achten, wie fühlt sich gerade an, was ich tue, was ich sage, was ich denke. Und sich mehr daran zu orientieren, ich sage manchmal, die Welle der Freude zu surfen, als zu versuchen, möglichst schnell irgendein Ziel zu erreichen. Deswegen vergleiche ich das auch gerne mit dem Tanzen. Also beim Tanzen geht es ja nicht darum, dass du möglichst schnell zu Ende tanzt. Und es geht auch nicht darum, dass du möglichst brillant oder mit einer tollen Technik glänzt. Erstmal geht es nicht darum. Zunächst geht es darum, dass du die Freude deines Seins erhöhst und dich so bewegst, dass du in der Freude bleiben kannst. Und wenn du diese Bewegung überträgst auf alles, was du tun kannst, das ist ja nicht viel. Du kannst was denken, du kannst was sagen. Und du kannst deinen Körper bewegen, irgendwie handeln. So, und wenn du das alles deiner Freude unterordnest, dann bist du sozusagen immer synchron mit dem, was dein höherer Verstand sagt. Dann bist du auch tatsächlich auf deinem eigenen Weg. Nur wurden wir halt in unserem Bildungssystem
umerzogen. Und genau zum Gegenteil. Weil niemand kann 8 Stunden irgendwo sitzen, kein Kind, und in der Freude bleiben. Das geht nicht. Also haben wir gelernt, es ist nicht in Ordnung, was du fühlst, und es spielt keine Rolle, was du fühlst. Sondern du musst ein dickes Fell haben, du musst dich sozusagen dissoziieren von deinen Gefühlen, wodurch du völlig orientierungslos wirst, wodurch du offen wirst für fremde Autoritäten, die dir sagen, was du tun sollst oder lassen sollst. Und dann rennst du herum, versuchst mit dem Verstand dich zu orientieren und es ist so, als würdest du mit einem Schuh versuchen, einen Nagel einzuschlagen. Irgendwie geht das, aber es ist nicht ideal. So, weil dein tatsächliches Orientierungssystem und so, wie sich jedes Kind von vornherein intuitiv, ohne es zu lernen, orientiert, ist durch Freude. Es spielt etwas, bis das Spiel keinen Spaß mehr macht und dann ändert es etwas, bis es keinen Spaß mehr macht. Dann ändert es wieder das Spiel, bis es keinen Spaß mehr macht. Und in den ersten Jahren lernen wir ja am meisten. Das heißt, es ist die beste Art, überhaupt zu lernen. Weißt du was? Ja. Ich lasse jetzt alle Interviewfragen weg. Wir machen jetzt einfach, was kommt. Und soll ich dir was sagen? Ich habe so eine Freude gerade. Für mich ist das nämlich, das ist total wirklich komisch. Die größte Freude für mich, von oben, ja, ist einfach, wenn ich erwachte Menschen interview. Wenn ich, das könnte ich machen so lange, ich könnte hier sitzen, bis ich sterbe. Ich finde, das ist so ein Glück für mich. Und wenn ich das dann noch weitergeben kann, aber das ist nicht da. Und das ist so eine Freude für mich. Also wirklich, das ist echt, ist einfach so. Gell? Nur das Ding ist halt, ich habe leider nicht immer die Möglichkeit, erwachte Menschen neben mir zu haben. Jetzt bin ich ja schon sehr lange auf dem spirituellen Weg. Und es ist so, mein Gehirn hat so ein neuronales Netzwerk angelegt, was mich von der Freude abhält. Und ganz oft sitzt kein Löwe vor mir, aber ich habe trotzdem Angst. Also der Löwe ist nicht sichtbar, aber mein Gehirn. Und das ist halt gerade so bei so bestimmten Themen, also wenn natürlich Trigger kommen und so weiter, aber ich bin halt dann wieder drin. Ich bin dann wieder identifiziert mit den Gedanken. Und ich frage mich oft, wie lange dauert das noch? Aber ist es eine Entscheidung? Muss ich mich entscheiden? Ich glaube nie wieder diese Gedanken, aber das habe ich ja schon probiert. Und trotzdem kann es sein, dass mich wieder packt. Und dann ist irgendwas, dann kommt eine Mieterhöhung oder meine schwerkranke Mutter sagt was und ich, oh Gott, Schuldgefühl. Und so, also dann kommt wieder was und dann bin ich wieder drin in der Angst und in, ja. Ja, und das wird immer so sein. Das wird auch immer so sein, dass dein Körper Schmerz empfindet, wenn du eine heiße Herdplatte anfasst. Die Frage ist immer, wie entscheidest du dich? Und wenn du deine Emotionen wirklich als deine eigene Intelligenz wahrnimmst und nicht als etwas Störendes, weil das, was stört, sind nicht die Emotionen. Es ist zwar das Angenehmste, ja, das ist zwar das Unangenehmste. So, und deswegen haben wir die Tendenz, und auch aufgrund unserer Sozialisation, das wegzuschieben. Aber tatsächlich ist der Gegner sozusagen, ist nicht die Emotion, sondern bestimmte Gedanken, mit denen du dich verbindest. Also der Widerstand? Ja, nicht der Widerstand, sondern dein Glaube an die Wahrhaftigkeit eines bestimmten Gedankens, weil der löst die Emotion aus. So, das heißt, immer wenn du Angst hast, musst du eigentlich sagen, hey, danke Angst. Du zeigst mir gerade, dass ich mich mit Gedanken verbinde, die gar nicht zu meiner eigenen Schwingung passen. Du empfängst sie zwar, weil wir alle telepathische Wesen sind. So, wir empfangen Gedanken. Die Gedanken, es gibt zwar ein Korrelat im Gehirn, das wir neuronales Netz nennen oder Synapsen oder was auch immer. Aber du findest ja keine Bilder im Kopf. So, die Bilder sind woanders. So, wir wissen nicht wo. So, und es gibt auch Belege dafür, dass sie nicht im Kopf sind, auch wissenschaftliche Belege, wenn man das erforschen möchte. Und das ist, das wirst du nie loswerden wollen. Es liegt nicht in deinem Interesse, das loszuwerden, weil das genau dein Orientierungssystem ist. Du kannst dich mit verschiedenen Gedanken verbinden. Und die, die zu deiner Schwingung passen, die werden sich gut anfühlen. Und die, die nicht zu deiner Schwingung passen, werden sich nicht gut anfühlen. So, dann gibt es natürlich das Phänomen der Traumata und des Grolls. Und dann gibt es auch das Phänomen der Charakterfixierung. Das heißt, jeder Mensch hat, wenn du so willst, ein kleines Teufelchen,
ja, genau, was wir nie loswerden. Eben. So, und bei manchen Menschen, zum Beispiel bei mir ist es so, vielleicht bei dir auch, nennt sich dieses Häufchen paranoide Gedanken. So, das heißt, genau, ab und zu kommt halt ich sag ja das und du stellst dir vor, wie alles schief geht, kriegst Angst und dann registrierst du, Moment, das ist gar nicht, ja, das ist das Häufchen, das ist gar nicht, das sind nicht meine Gedanken, die gehören nicht zu mir. Genau. So, und ja, dann nimmst du das Ganze mit Humor, sagst, aha, ich habe dich wieder erkannt, erwischt, dann geht er wieder. So. Und der wird immer kommen, wenn du in einem schwachen Moment bist. Und der wird immer subtiler. So, das der ist so wie beim Videospiel, wo der Gegner immer stärker wird, je größer das Level wird. Lauter Verästelungen, immer feiner. Immer lauter feine Verästelungen. Ja. So von hinten, rechts hinten kommt er. Ja. Und der Löwe ist nicht da. Und ich denke, und Bettina dreht durch. So schaut's aus. Immer noch. Aber das Ding ist halt, also nochmal, aber es gibt ja auch so, also so Sachen, die halt irgendwie schon im Kleinkindalter angelegt sind. Und da finde ich halt, also wie Glaubenssätze und solche Sachen, die halt echt noch hochpoppen. Ja? So Sachen wie, mit dir stimmt was nicht. Ich weiß zwar nicht wieso, aber ist dann noch manchmal erscheint das, ja, und solche Sachen. Und da frage ich mich halt, wenn man jetzt also wirklich einen erwachten Zustand hat, ob das dann nicht mehr da ist, ob das dann, ob da wirklich, oder ob das dann nochmal wieder zurückkommt. Oder ob man dann einfach wirklich nicht mehr identifiziert ist mit sowas. Ist das so bei dir? Das eine hat einfach mit dem anderen nichts zu tun. Das Schwierige ist, sich vorzustellen, dass du noch ein ganz anderes Wesen bist als der Mensch. Jenseits von Körper und Psyche. Mhm. Und dieses Wesen, dieses spirituelle Wesen, was du anfängst wahrzunehmen im erwachten Zustand, das hat mit dem Menschsein gar nichts zu tun. Mhm. So, das heißt, man könnte so sagen, es ist nicht ganz präzise, man könnte so sagen, du bist zwei Wesen. Du bist ein spirituelles Wesen und du bist ein menschliches Wesen. Mhm. In einem erwachten Zustand kannst du beide wahrnehmen im Alltag. So, das heißt, ich kann jetzt hier sitzen und ich beobachte, was Anzi macht, aber gleichzeitig existiere ich noch in einer anderen Dimension, mhm, wo nichts passiert, mhm, wo ich auch keine Form habe und okay, wo es auch keine Qualität gibt, mhm, sondern da bin ich einfach Freiheit, also buchstäblich, ein grenzenloser, freier Raum. Mhm. Und deswegen kann, und da findet auch keine Erfahrung statt. So, da, und das ist sozusagen, wo der Verstand einfach nicht mitkommen kann, weil der Verstand nur in Formen denken kann. Er kann sich nicht vorstellen, was es sein könnte, wo nichts passiert. Ein bisschen ist es so wie der leere Raum hier zwischen den Objekten, ja, zwischen uns beiden, ist ja ein leerer Raum. Hm. Scheint so. Und in diesem leeren Raum passiert gerade nichts. Hm. Es sei denn, ich gehe meine Hand sozusagen geht in diesen leeren Raum, da passiert was. Aber sonst so. Und dein spirituelles Wesen hat eher diese Qualität, eine qualitätslose Qualität. Und deswegen ist es so, dass wenn du, es ist zwar so, dass wenn du erwachst, zu diesem, wenn dieses Wesen erwacht, könnte man präziser sagen, weil du erwachst nicht, sondern dieses Wesen erwacht und du erkennst dich als dieses Wesen, dann findet eine Beschleunigung statt der Läuterungsprozesse, der Heilungsprozesse. Weil du plötzlich auch keine Angst mehr hast, in die unangenehmsten Emotionen zu gehen, zum Beispiel durch die Todesangst oder durch Verzweiflung oder durch Schuldgefühle oder was auch immer. Vorher hast du gewisse psychische Abwehrmechanismen und kannst bis zu einem gewissen Grad Dinge durchfühlen und dadurch in die Heilung bringen. Aber es kann auch so sein, dass du manche Dinge erst durchfühlen kannst, wenn du wach bist, weil es dir sonst als ein zu großes Risiko scheint, wenn du mittendrin bist. Hm. So, also um deine Frage zu beantworten, es ist nicht so, in der Regel ist es nicht so, dass wenn du erwachst und dieses spirituelle Wesen sich selbst erkennt und wahrnehmen kann, dass du dann auch automatisch durch bist mit allen Themen. Aber was in der Regel stattfindet, ist eine Beschleunigung, dass du durch diese Themen durchgehst. Es ist halt so, jetzt im Interview zum Beispiel, ist es auch so, dass ich so gebannt bin. Also das heißt, ist es auch eine andere Ebene hier jetzt von mir. Und ich bin so fasziniert. Also ich bin einfach total, verstehst du, das ist halt, was mich am meisten anzieht. Ist auch manchmal im Alltag so, jetzt, wenn ich die Fragen vorbereite, wenn ich halt irgendwas mache im Alltag, die Fragen vorbereite, dann habe ich manchmal, ist es wie wenn,
ich hinter mir bin. Also oder neben mir. Mhm. Und ich mache das und dann frage ich mich, ist es das jetzt? Ist das Erwachte? Und also das ist dann schon wieder Verstand, mhm. aber das ist komisch mhm. manchmal. Also ob ich das gar nicht bin, der mhm. Mensch, der hier sitzt und mhm. so. Und jetzt auch bei den Fragen, dann, wenn du mir jetzt so antwortest, dann merke ich, dass diese andere Ebene jetzt total Resonanz hat und berührt ist. Das ist wunderbar. Und dann ziehst du dann wieder raus. Ja, es gibt so drei Ebenen. Es gibt so einmal die Ebene des Handelnden. Ja, mhm. Es gibt dich als eine handelnde Person. Dann gibt es dich als eine beobachtende Instanz, die beobachtet, wie die handelnde Person handelt. Mhm. Diese Instanz ist aber immer noch persönlich. Sie hat immer noch eine persönliche Note. Und über dieser Instanz gibt es dann die erwachte Instanz. Und diese erwachte Instanz ist völlig unpersönlich. Und diese erwachte Instanz befindet sich nicht in Raum und Zeit. Hm. Deswegen kannst du durchaus den Eindruck haben, dass dahinter etwas ist, da ist auch etwas. Aber diese Instanz ist trotzdem, die beobachtende Instanz, ist immer noch persönlich und sie ist immer noch in Raum und Zeit. Hm. So, und diese Dreier, es gibt so diese Dreier, hm. kann man sich das vorstellen, wenn man möchte. Diese andere, diese höchste Instanz ist durchsichtig. Ist es eine Durchsichtigkeit? Es ist auf jeden Fall eine intelligente Unsichtbarkeit. Ja, genau. Durchsichtig. Kommt ja. mir gerade. Ja. Ja.